Der heutige Ausblick auf die Märkte trägt den Titel "Wenn ich die Fed wäre", und darin versuche ich mich mal ein bisschen in die Ausgangslage der amerikanischen Notenbank zu versetzen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schauen wir uns doch erstmal das Mandat der Fed an, also das, was eigentlich ihre Aufgabe ist. Und dann sehen wir Folgendes, das sogenannte Dual Mandate. Hier steht wörtlich: die Ziele der Geldpolitik der Federal Reserve are to foster economic conditions, also sollen die Wirtschaft unterstützen, that achieve both stable prices and maximum sustainable employment. Also, soll gut für die Wirtschaft sein, die Preisstabilität soll gewährleistet bleiben und die Beschäftigung soll damit gestärkt werden. Das ist eigentlich das Mandat der Fed. Die EZB zum Beispiel hat eigentlich als Mandat nur die Preisstabilität, macht aber alles andere auch noch gleiche mit, kaufte Anleihen etc. etc. Jedenfalls, das ist das Mandat der Fed. Wenn wir uns jetzt mal in die Lage versetzen der amerikanischen Notenbank, dann hat sie immer wieder auf das Quengeln der Märkte gehört. Im Dezember der starke Abverkauf, weil eben die Fed gesagt hatte vorher, Paul auf der Pressekonferenz, Autopilot in Sachen Bilanzreduzierung, und überhaupt werden die Zinsen noch ein paar Mal angehoben, weil man angeblich so weit von der neutralen Rate entfernt sei. Das hat Paul dann alles abgeräumt, sowohl die Bilanzreduzierung als auch die weiteren Zinsanhebungen. Jetzt quengeln die Märkte weiter. Das ist so wie mit einem Kind im Supermarkt, der quengelt: ich will aber Süßigkeiten haben. Okay, kriegst du Süßigkeiten, dass Ruhe ist. Dann nochmal: ich will Süßigkeit haben. Nochmal gibt man ihm die Süßigkeiten. Und der denkt sich aber vielleicht, wenn ich das nächste Mal mache, dann habe ich das Problem immer wieder. Und genau vor dieser Frage könnte die Fed jetzt stehen, wenn es so ist, dass die Fed wieder mal dem Quengeln der Märkte nachgibt, und das eigentlich ohne wirklichen Grund, denn die Daten sind noch nicht so, dass die Fed jetzt sofort die Zinsen senken müsste. Dann wird sie sozusagen immer wieder getrieben sein, eben von diesem Quengeln der Märkte, wird auch den Respekt der Märkte verlieren, weil die Märkte dann sich sagen, naja, wir können die Fed ja in die Richtung schubsen, in die wir sie haben wollen. Das werden Überlegungen sein, die innerhalb der Fed derzeit passieren. Und die Daten sind natürlich jetzt eingetrübter. Gestern der New York Fed Empire State Index, der so schwach war wie seit 2016, nicht mehr, mit dem größten Monatsrückgang. Und wir haben auch andere Indikationen, etwa Restaurantbesuche, wie ich ihn hier in dieser Grafik zeige. Restaurant Performance Index, der schon im April stark gefallen ist, was auf eine sich verschlechternde Stimmung auch der Konsumenten hindeutet. Aber die Fed wird wohl jetzt nicht sich schon so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, naja, wir werden aber jetzt mal gleich die Zinsen senken, zumindest ankündigen, dass wir das dann auf der nächsten Sitzung im Juli machen würden, halte ich für unwahrscheinlich. Vielmehr wird die Fed sagen, naja, wir sehen schon, dass die Wirtschaftsdaten sich ein bisschen eingetrübt haben, aber wir fahren jetzt erstmal auf Sicht und werden reagieren, wenn es nötig ist, und nicht sozusagen vorauseilend schon agieren. Das hat die Fed bisher nie gemacht. Sie hat immer reagiert, nie wirklich agiert in den letzten Jahren. Das ist ein Verhaltensmuster, von dem ich nicht glaube, dass das sich jetzt so radikal ändern wird in so kurzer Zeit. Dementsprechend wird man erstmal auf Sicht fahren, abwarten, wie werden sich die Daten entwickeln, wie wird sich der Handelskrieg entwickeln, etc. etc. Apropos Handelskrieg, da haben wir interessante Entwicklungen. Wir sehen jetzt, dass die chinesische Seite richtig beginnt zu schießen. Zuvor vielleicht noch ein Tweet von Hu Xixin, der das angekündigt hat, immer wieder von Hu Xixin, diesem Chefredakteur der Global Times, der bestimmte Dinge ankündigt, die dann auch wirklich kommen. Hier hat er gesagt, es ist ein Tsunami der Kritik in Chinas staatlichen Medien gegenüber den USA, und das sei weniger oder sei vielmehr dafür gedacht, damit man die chinesische Bevölkerung auf diesen Handelskrieg vorbereitet, der sehr, sehr lange dauern wird. Xi Jinping hat ja von einem langen Marsch gesprochen, in Anlehnung an die kommunistische Geschichte der Partei Chinas. Und wenn wir uns hier den Leitartikel hier in der Global Times anschauen, The US Trade War Against Human Rights, der Kampf der USA gegen Menschenrechte, und das Menschenrecht ist hier definiert als das legitime Bedürfnis von Millionen, ja Milliarden von Chinesen nach Wohlstand, nach auskömmlichen materiellen Verhältnissen, und das würden die USA bekämpfen. Und hier heißt es, ob ein Agreement, also ein Deal erreicht werden kann, ja oder nein, spielt eigentlich gar keine Rolle, denn der Druck der USA auf China wird so oder so weiter anhalten,
Und das hat die chinesische Gesellschaft inzwischen verstanden, dass ein Deal daran gar nichts ändern würde. Das heißt, den Chinesen ist klar, selbst wenn wir einen Deal mit den USA machen, wird diese Geschichte einfach weitergehen. Dementsprechend macht es wahrscheinlich gar keinen Deal, macht es gar keinen Sinn, einen Deal zu schließen. Dementsprechend stehen die Chancen sehr, sehr schlecht nach meiner Auffassung, dass es vielleicht zu einem Gespräch kommt. Das könnte schon passieren zwischen Xi Jinping und Trump, wenngleich ich das für unwahrscheinlich halte. Aber und zwar deshalb für unwahrscheinlich, weil eben die Stimmung in den chinesischen Medien so ist, dass jetzt Xi Jinping nicht einfach Trump anlächeln kann und so tun könnte, als sei alles gut. Also das wird dann ein Thema nach der FED sein. Das ist das zweite große Event nach eben der FED. Schauen wir uns noch ein paar andere Dinge an, die sich ja so stark entkoppelt haben. 10-jährige US-Staatsanleihe gegenüber dem S&P 500. Der S&P 500 feiert die kommenden Zinssenkungen bereits. Man ist da sehr, sehr weit vorgeprescht. Ich hatte hier diese Grafik immer wieder gezeigt. Hier die Dotplots, die Erwartungen der FED. Und das sind die Fed Fund Futures. Da müsste die FED jetzt also richtig Gas geben auf der Unterseite, um diesen Erwartungen zu entsprechen. Wir sehen auf der anderen Seite, dass das Volumen an den Märkten komplett ausdünnt. Hier der Spider, ein maßgebliches ETF auf den S&P 500. Gestern das geringste Volumen, glaube ich, seit Jahresbeginn, 38 Millionen. Davor hatten wir 52, davor 48, 47, also wirklich anämisch, blutleer. Wir hatten hier in der Vorwoche noch oder davor so mal 96, mal 70, mal 100, also da war deutlich mehr los. Jetzt trocknet die Liquidität komplett aus und wir sehen hier eine Charte von John Hussman. Der zeigt, dass hier wir praktisch jetzt nahe der Allzeithochs stehen, aber weniger als 50% der Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Er sagt, normalerweise haben wir dann eine Korrektur zwischen 6 und 18% über die nächsten 30 Tage. Soll keine Vorhersage sein, sondern nur eine Beobachtung. Meine ich auch nur als Beobachtung, nicht als Prognose. Schauen wir uns die Termine heute an, die auf der Agenda stehen. Wir haben den ZEW-Index. Mal sehen, was da in Sachen Stimmung rauskommt bei der deutschen Wirtschaft. ZEW weniger wichtig als der IFO, weil hier Analysten, Finanzprofis, bla bla befragt werden. Dann haben wir Baubeginne und Baugenehmigungen 14:30 aus den USA. Was machen die Charts? Da gucken wir auf den S&P 500. Wir sehen im Grunde eine Seitwärtsbewegung in einer ziemlich engen Range, korrespondiert mit dem geringen Volumen. Kaum einer lehnt sich nochmal aus dem Fenster vor der Fed. Wir haben den Dow Jones bei 26.109 Punkte. Wir haben den Germanite 30, den deutschen Leitindex DAX bei 12.072, einen Ticken schwächer. Wir haben den Euro-Dollar bei 1.1236. Wir sehen heute in Asien Nikkei etwas schwächer, China's Märkte mehr oder weniger unverändert. Wir haben Gold bei 1.342 wieder mit leichter Erholung und wir haben Crude Oil, wenn ich es denn finde, ist es das? Da ist es, jawohl, $51,84. Also das ist die Lage, die Fed wird wohl nicht vorauseilend schon mal die Zinsen senken, sondern wird auf Sicht fahren, wird sich überlegen, ob sie jetzt nochmal dem Quengeln der Märkte nachgibt und die Märkte quengeln mit ziemlicher Intensität und jetzt muss man einfach gespannt sein. Ich erwarte, dass wir heute so einen Tag haben, der ähnlich verläuft wie in den letzten Tagen, so ein bisschen Seitwärtsgeschiebe. Das große Ding kommt dann eben erst am Mittwoch. Das alles werden Sie bei Finanzmarktwelt so ziemlich live verfolgen können. Ihnen erstmal einen guten Start in diesem Dienstag. Servus und ciao.